Das Funkformat 13 Fragen, welches wegen im wahrsten Sinne des Wortes tollen Diskussionen über Body Positivity oder kulturelle Aneignung bekannt ist, hat sich mit dem Thema Rente beschäftigt, beziehungsweise damit, inwieweit wir die gesetzliche Rente in Zukunft durch den Kauf von Aktien sichern können. Und meine erste Reaktion darauf sah wie folgt aus. Meine Fresse, war das krank. Das war zu krass. Findest du das auch? Scheiße, ja. Das war gestört. Wir hatten nur Glück. Ich hatte die Situation kein bisschen mehr unter Kontrolle. Schau mal hier, Morty. Schau meine Hände an. Zieh dir das an. Warum tust du uns das nur an? Keine Ahnung, Morty. Vielleicht hasse ich mich. Oder ich glaube, ich habe den Tod verdient. Ich weiß es nicht. Dass diese gesamte Diskussion so schrecklich verlaufen ist und bei den Zuschauern eher Verwirrung als Klarheit über das Thema Rente entstanden ist, dürfte vor allem an einem voreingenommenen und parteiischen Moderator liegen, der immer wieder seine eigene Meinung in die Diskussion mit einbrachte. Aber seht selbst. Ein Moderator, vor allem wenn er beim öffentlich-rechtlichen Format arbeitet, sollte zu Beginn der Diskussion entweder nur eine kurze Einleitung bringen oder nüchtern und sachlich die Faktenlage erläutern, damit anschließend auf Basis dieser Faktenlage diskutiert werden kann. Doch Jo Schück, der Host dieses Gesprächs, sah das etwas anders. Aber es ist auch ganz einfach, wenn ihr heute jung seid und sich nichts ändert, dann werdet ihr in Zukunft sowieso nichts mehr vom Rententopf haben. Die Folge wäre dann Altersarmut, vielleicht Grundsicherung, auf jeden Fall keine guten Aussichten und vielleicht auch nicht mehr ganz so langweilig. Denn das Problem ist, heute schon bezahlen viel zu wenige junge Menschen die Renten von viel zu vielen alten Menschen. Und Stichwort Alterspyramide, hier unten jung, hier oben alt, das Problem wird immer krasser. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine radikale Rentenreform, sonst platzt der sogenannte Generationenvertrag. So, wer redet schon gerne über die Zeit, wenn man mal alt ist, zumal wenn man gerade jung ist? Das macht ja keiner gerne, aber es hilft ja nichts. Das System, das Rentensystem, das wir jetzt gerade haben, steht kurz vor dem Kollaps. Also, weil es auch alle Menschen in diesem Land betrifft, müssen wir darüber reden, was wir verändern können. Nein, 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 nein! Um diese Aussagen hier einordnen zu können, müssen wir erstmal verstehen, wie unser Sozialsystem generell funktioniert. Jedes Jahr erwirtschaftet unsere Wirtschaft eine bestimmte Menge an Gütern und Dienstleistungen, die dann unter der Bevölkerung dieses Landes verteilt wird. Zum einen unter den Unternehmern, unter den Arbeitern und unter den Transferleistungsempfängern, unter denen die Rentner die größte Gruppe stellen. So. Diese Produktion kann man jetzt verteilen. Und wenn es immer mehr Rentner und immer weniger Arbeiter gibt, dann bedeutet das tatsächlich, dass die Arbeiter immer weniger bekommen müssen, wenn die Rentner ihren Lebensstandard halten wollen. Bei einer gleichbleibenden Produktion. Aber die Produktion bleibt ja nicht gleich. Das reale Bruttoinlandsprodukt, in dem die Produktion gemessen wird, steigt Jahr für Jahr. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann kann die Schlussfolgerung daraus eigentlich nur ziemlich klar sein. Zwischen 2020 und 2060 soll die Wirtschaft laut OECD-Prognosen in Deutschland um 49% wachsen, die reale Wirtschaftsleistung. Die Zahl der Rentner soll laut Prognosen der Bundeszentrale für politische Bildung um nur 32% wachsen. Das bedeutet, wir könnten den Lebensstandard der Rentner konstant halten und hätten immer noch 17% dieses realen Wachstums, was wir unter der übrigen Bevölkerung, also unter den Arbeitnehmern und unter den Unternehmern, verteilen könnten. Das Rentenproblem ist also nicht mal ein Verteilungskonflikt zwischen Kapitalisten, Arbeitern und Rentnern, sondern es ist ein Verteilungskonflikt zusätzlich erworbenen Einkommens. Niemand muss ärmer werden. Niemandem muss irgendetwas weggenommen werden, wenn wir das Rentenniveau konstant halten wollen. Es gibt keinen Grund, die Rente zu kürzen, weil die reale Wirtschaftsleistung durchgängig schneller wächst als die Zahl der Rentner. Das ist übrigens nicht nur der hier prognostizierte Zeitraum. Das ist auch bei größeren Zeiträumen der Fall. Wenn man sich das seit 1990 ansieht und bis 2060 weiterrechnet, dann ergeben sich folgende Zahlen. Die reale Wirtschaftsleistung soll laut OECD-Prognosen um 117% wachsen und die Zahl der Rentner soll um 107% steigen.
zwischen 1990 und 2060, über einen Zeitraum von 70 Jahren, soll die Zahl der Rentner also langsamer wachsen als die reale Wirtschaftsleistung. Die Rente hat kein Finanzierungsproblem. Allenfalls haben wir ein Verteilungsproblem. Das Rentenniveau wurde in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nämlich deutlich gesenkt. Vor allem durch die Agenda 2010, welche von der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder durchgeführt wurde. Darüber spricht die Politik aber ungern, denn das würde ja die Wählerstimmen von ganz vielen älteren Menschen kosten. Was macht also die Bundesregierung? Sie investiert Milliarden am Aktienmarkt in der Hoffnung, dass die Zinsen zurück in den Rententopf fließen. Ist das eine gute Idee oder verzockt die Politik da unsere Zukunft an der Börse? Ganz ehrlich, was soll das für ein grenzdebiler Strohmann sein? Natürlich verzockt die Politik nicht unsere Rente. Christian Lindner will jedes Jahr 10 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und von der Zinsdifferenz zwischen Kapitalrendite der Aktien und Zinsen, die für Bundesanleihen zu zahlen sind, profitieren. Ob das aufgeht, weiß man nicht. Sehr wahrscheinlich wird es aufgehen, da die Zinsen in letzter Zeit sehr niedrig waren und deutlich unter der Kapitalrendite der weltweiten Aktienmärkte lagen. Die Idee, dass er dadurch unsere Rente verzocken könnte, ist so irre, dass niemand sie ernsthaft äußern würde. Ich habe mich damit schon mal in einem eigenen Video beschäftigt und die tatsächlichen Gefahren, die da bestehen, genauer erläutert. Aber unsere Rente verzockt wird damit auf keinen Fall. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der in dieser Sendung wichtig wird. Denn dieses Generationenkapital wird ständig mit der eigentlichen Aktienrente, wie sie die FDP fordert, vermischt. Dieses Generationenkapital bedeutet wirklich nur, dass der Bund jedes Jahr 10 Milliarden Euro neue Schulden aufnimmt und halt hofft, dass die Wertsteigerung der Aktien und die Dividenden höher sind als die zu zahlenden Zinsen. Vielleicht macht er damit ein paar Milliarden Euro Gewinn und kann dadurch den Bundeszuschuss etwas verringern. Das wäre makroökonomisch absolut irrelevant. Das macht keinen großen Unterschied. Also, das kann man machen oder man kann es lassen, aber weder werden dadurch direkt Ausgaben an anderer Stelle gekürzt, noch haben wir dadurch mehr Rente. Es ist irrelevant. Es ist ein zu kleiner Maßstab, als dass das groß unser Rentensystem verändern könnte. Aber die Aktienrente, so wie sie die FDP eigentlich plant, nämlich indem 2% des Bruttoeinkommens gespart werden sollen, das wäre schon eine vollkommen andere Hausnummer, mit der wir uns später ausführlicher beschäftigen werden. Diese beiden Sachen werden aber in dieser Diskussion ständig durcheinander geworfen und dadurch kommt es zu allerlei Verwirrung. Jo Schück hat jetzt also einen absurden Strohmann aufgestellt, den kein Gegner des Generationenkapitals jemals bemühen würde. Und gleichzeitig hat er die gesetzliche Rente mit der üblichen neoliberalen Propaganda, die wir von Funk schon kennen, schlecht geredet. Diese Behauptung, dass sie nicht mehr finanzierbar wäre, ist, wie wir gerade gesehen haben, entgegen der Faktenlage. Dass Jo Schück es mit der Realität nicht ganz so genau nimmt, merkt man da auch bei dem Kompromissvorschlag, den er gegen Ende dieser Diskussion unterbreitet. Man kann sich schon darüber Gedanken machen, ob in Zukunft Leute, die in einen wie auch immer gearteten Staatsdienst eintreten, ob die mit denselben recht üppigen Privilegien ausgestattet werden müssen, wie es heute der Fall ist. Also darüber, finde ich, kann man mal nachdenken. Und ich finde, das wäre eine Sache, die wir schnell angehen könnten. Dann hätten wir zumindest ein paar Beitragszahler mehr drin, die am Ende auch ein bisschen weniger Pension, nämlich dann die Rente bekommen. Was sagt ihr? Würdet ihr zustimmen? Dann würde ich euch bitten, geht einen kleinen Schritt vor. Wenn ihr sagt, naja, es ist total dumm, dann lassen wir es. Nadine zum Beispiel findet es eher doof. Ich bin noch so ein bisschen, also ich versuche aus deinem Kompromiss noch einen Kompromiss zu machen. Aha. Ich würde das Problem vielleicht weiter vorne anfangen und sagen, wir verbeamten einfach von Anfang an weniger Menschen und konzentrieren uns auf diejenigen, die wirklich Staatsdienst leisten. Das wäre mein Vorschlag. Achso, genau. Das war dein Vorschlag. Das ist eigentlich mein Vorschlag. Okay, ich hab das anders verstanden. Danke. Also ich will nicht die jetzigen Beamten jetzt irgendwie, wie du sagst, enteignen, auf keinen Fall, sondern ich will darüber nachdenken, wer muss überhaupt Beamter sein in diesem Land. Okay, ja. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Gut. Also, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn zukünftig Beamte auch in die Rentenkasse einzahlen müssten. Und alle anderen Berufsgruppen, die sich bisher ausnehmen, dies auch täten. Das wäre durchaus eine sinnvolle Idee. Eine Rentenkasse, in die alle einzahlen müssten und für die auch Kapitalerträge zu ihrer Finanzierung herangezogen würden. Das könnte man von mir aus machen. Aber dieser Abbau von Beamtenstellen, den Jo Schück hier vorschlägt, den hatten wir ja in der Vergangenheit. Und ihr könnt euch ja mal selbst fragen, funktioniert die Post heute so viel besser, wo es keine Postbeamten mehr gibt? Oder funktioniert die Deutsche Bahn so viel besser, wo es keine Bahnbeamten mehr gibt? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, die Deutsche Bahn hat vor
50 Jahren deutlich besser funktioniert als heute. Und die Deutsche Post war auch günstiger und zuverlässiger, als sie es heute ist. Aber das nur am Rande. Grundsätzlich bedeutet ein Abbau von Beamtenstellen ja nicht unbedingt, dass die Stellen von Politikern gestrichen werden, sondern dass Polizisten oder Lehrer nicht mehr verbeamtet, sondern angestellt werden. Und da kann man sich schon fragen, ob das bei Leuten, wo wir einen Personalmangel haben und die gegenüber diesem Staat auch eine Treuepflicht haben sollten, so sinnvoll ist, ihnen Privilegien wegzunehmen bzw. ihre Stellen gar nicht mehr zu verbeamten und ihnen beispielsweise ein Streikrecht einzuräumen. Streiks bei Schulen sind jetzt nicht das Beste für unser Bildungssystem. Und streikende Polizisten, da will ich mir gar nicht vorstellen, wie es dann in manchen Stadtvierteln aussähe. Naja, aber diese neoliberale Grundhaltung, wir sollten den Staat abbauen, wir sollten weniger verbeamten, wir sollten den Staatsapparat flexibilisieren, die zieht sich quer durch alle Funkformate und ich glaube, darauf muss ich hier jetzt nicht genauer eingehen. Es fügt sich perfekt ins Gesamtbild, was Jo Schück hier abliefert. Er hetzt gegen unsere gesetzliche Rente und will einfach den Staat verkleinern. Auf wessen Seite der Moderator steht, sagt er zum Schluss auch selbst. Er spricht sich nämlich für eine kapitalgedeckte Rente aus und zeigt damit ziemlich offen, dass er zur Pro-Seite gehört, also zu den Apologeten der Aktienrente. Auch heute sind verschiedene Argumente hin und her geflogen. Ich glaube, am wichtigsten ist es, dass die Politik sich endlich mal ehrlich macht und klar ausspricht, dieses Rentensystem hat so keine Zukunft mehr. Das ist natürlich vor allem dem älteren, größeren Teil der Bevölkerung schwierig zu vermitteln, aber es hilft ja nichts. Wenn die heutigen Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder direkt nach dem Arbeitsleben von Armut bedroht sind, dann müssen sie eventuell auch jetzt schon mit Einbußen rechnen von ihrer ohne Zweifel wohlverdienten Rente. Und wenn dann noch ein kleiner Teil am Kapitalmarkt erwirtschaftet wird, dann halte ich persönlich das für durchaus sinnvoll. Was Jo Schück hier abliefert, ist nichts anderes als eine dreiste Lüge. Ich hatte es eben gezeigt. Bis 2060 soll laut den aktuellen OECD-Prognosen die reale Wirtschaftsleistung um 49% wachsen, die Zahl der Rentner aber nur um 32%. Es gibt kein Finanzierungsproblem für die Rente, sondern allenfalls ein Verteilungsproblem. Wenn die Arbeiter oder die Kapitalisten einen höheren Anteil ihres zusätzlich erworbenen Einkommens selbst behalten wollen. Es muss niemand auf etwas verzichten und wir können trotzdem das aktuelle Rentenniveau ohne Probleme garantieren. Dies geht entweder über höhere Rentenbeiträge, über eine Umschichtung der Rentenbeiträge, indem man auch Kapitaleinkommen mit heranzieht, oder indem man einfach den Bundeszuschuss erhöht. Dieses neoliberale Lügenmärchen von der nicht finanzierbaren gesetzlichen Rente wird in dieser Sendung übrigens immer wieder und wieder und wieder wiederholt. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Keiner gerne, aber es hilft ja nichts. Das System, das Rentensystem, das wir jetzt gerade haben, steht kurz vor dem Kollaps. Also das Rentensystem bzw. das Umlageverfahren, das deutsche Umlageverfahren, so wie wir es jetzt kennen, steht kurz vor dem Crash. Ich finde es interessant, dass du noch immer sagst, dass der Generationenvertrag funktioniert. Als das Rentensystem aufgelegt worden, gab es 6 Beitragszahler, die einen Rentner finanziert haben. Das war 1962 der Fall. Heutzutage ist die Quote bei 1,8 Arbeitnehmern zu einem Rentner. Doch das stimmt nicht. Wir sind die jetzige Generation, die die Rentenbeiträge zahlt. Das heißt, wir sind diejenigen, die möglicherweise bald keinen Rentenanspruch mehr haben sollten. Deswegen ist dieses Thema jugendpolitisch wie eh. Neben dem komplett parteiischen und unausgewogenen Moderator, der immer wieder seine eigene Meinung mit einbringt und sich ganz klar auf eine Seite stellt und die Zuschauer auch versucht, in diese Richtung zu lenken, vor allem durch sein Eingangs- und sein Abschlussstatement, ist es vor allem die Kontraseite, die für eine sehr unausgeglichene Diskussion sorgt. Diese Kontraseite ist nämlich eigentlich gar nicht Kontra-Aktienrente. Wenn man sich das anguckt, was sie so in dieser Diskussion von sich gibt. Und bevor wir jetzt gleich explizit über Aktienrente reden, sprechen wir doch erstmal ganz allgemein mit Frage Nummer 2 und die geht an Konsti. Deine Rente liegt ungefähr, ich schätze mal, 50 Jahre in der Zukunft, also so ein halbes Jahrhundert und trotzdem hast du dich in das Thema reingebissen. Warum? Die Rentenkasse, so wie sie jetzt ist, wird bis 2025 nicht mehr finanzierbar sein. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Natürlich macht mich das wütend, weil der Generationenvertrag hier ein zweites Mal gebrochen wird. Die Idee ist ja eigentlich, dass die Jungen, die von den Älteren aufgezogen werden, später ihren Ruhestand bezahlen sollen. Im Moment ist es allerdings so, dass die jetzige Elterngeneration und die Großelterngeneration meine Zukunft beim Klima Tag für Tag verbrennt. Gleichzeitig
muss aber meine Generation auch noch deren Rente bezahlen. Und sie hinterlassen uns ein Sozialsystem, was weder fair ist und wahrscheinlich bis ich Rente bekomme, überhaupt nicht mehr existieren wird. Nehmen wir dieses Bullshit-Bingo jetzt mal einen Punkt nach dem anderen auseinander. Erstmal irgendwas mit Klimaschutz. Hat zwar jetzt nicht direkt was mit dem Thema Rente zu tun, aber kann man ja einfach mal einbringen, wenn man schon sonst nichts zu sagen weiß. Dann leben die Alten auf Kosten der Jungen, ja. Auf wessen Kosten denn sonst? Es muss jemanden geben, der die Produkte und Dienstleistungen, die die Alten konsumieren, zur Verfügung stellt, der sie erarbeitet. Und das sind nun mal die Jungen, beziehungsweise eher die in der Mitte. Die Jungen, die gehen ja noch zur Schule und arbeiten auch nicht. Also wenn man jung ist, dann wird man von einem staatlichen Sozialsystem alimentiert, beziehungsweise von seinen Eltern. Wenn man alt ist, dann wird man auch vom Sozialsystem alimentiert. Und in der Mitte arbeitet man nun mal und stellt die Produkte und Dienstleistungen, die die anderen beiden Gruppen brauchen, zur Verfügung. So funktioniert unser Sozialsystem. Und so würde es auch übrigens funktionieren, wenn das Kapital gedeckt wäre. Denn auch bei einer Aktienrente arbeiten die Rentner ja nicht. Die Rentner werden dann halt nur über Dividenden, über eine Beteiligung an den Kapitalgewinnen finanziert und nicht darüber, dass plötzlich irgendetwas anders laufen würde. Die Kapitalmärkte erschaffen oder erwirtschaften kein neues Vermögen und kein neues Einkommen. Sie verteilen es nur um. Das bedeutet, jedes Rentensystem ist letztendlich umlagefinanziert. Das hat der Soziologe Gerhard Mackenroth in den 50er Jahren schon beschrieben. Und deswegen ist diese Tatsache, volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren, unter dem Namen Mackenroth-Theorem bekannt. Aber das nur am Rande. Ich kann da die Wohlstand für alle Folge zur FDP-Aktienrente nur sehr weiterempfehlen. So, was passiert also, wenn wir irgendwann mal alt sind? Haben wir dann irgendeinen Nachteil davon, dass unsere Alten jetzt eine höhere Rente haben? Nein, natürlich nicht. Wir werden dann nämlich wieder von der jungen Generation finanziert werden. Also es geht gar nicht anders. Jede junge Generation muss sich überlegen, wie viel von der Produktion sie den Rentnern abgibt. Und ich hatte ja vorhin schon erklärt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt durchgängig schneller wächst als die Zahl der Rentner und es deswegen nur um einen Verteilungskonflikt zusätzlichen Einkommens geht. Niemand muss ärmer werden, wenn wir uns ein gleichbleibendes Rentenniveau leisten wollen. Die Mehrheit der jungen Menschen glaubt jetzt schon nicht mehr, dass sie jemals Rente beziehen werden. Und die Aktienrente ist einfach kein ehrlicher Reformvorschlag. Wir brauchen im Prinzip radikale Reformen, die unser Rentensystem vor dem demografischen Wandel retten, dass auch meine Generation noch Rente beziehen kann. Also blöder wird's heute echt nicht mehr. Zumindest so lange, wie wir die Juli-Vorsitzende nicht nochmal zu Wort kommen lassen. Also dann kann es natürlich noch blöder werden. Wir sollen die Rente vor dem demografischen Wandel retten. Was muss man geraucht haben, um so eine Scheiße zu labern? Also ganz ehrlich, es gibt kein demografiefestes Rentensystem. Wir können nur das verteilen, was wir erwirtschaften. Also das ist so ein trivialer Satz, dass man den eigentlich gar nicht ignorieren kann. Wenn es weniger Arbeitskräfte gäbe und weniger produziert würde, dann müsste auch die Rente sinken, beziehungsweise der Anteil der Arbeiter oder der Anteil der Kapitalisten am Einkommen müsste sinken. Irgendjemand müsste weniger haben, wenn weniger produziert würde. Ziemlich einfacher Zusammenhang. Aber das ist ja nicht der Fall. Die reale Wirtschaftsleistung wächst durchgängig schneller als die Zahl der Rentner. Wir haben es also nicht mit einem Verteilungskonflikt unserer bestehenden Produktion zu tun, sondern nur mit einem Verteilungskonflikt der zusätzlichen Produktion. Niemand müsste ärmer werden und wir könnten unsere Rente weiterhin finanzieren. Überzeugt dich? Nee, überzeugt mich nicht. Auch weil wir jetzt aufgrund der Klimaveränderung sehen, dass Krisen immer häufiger werden. Also ich sehe es nicht, mein Geld diesem Kapitalmarkt anzuvertrauen. Und ja, ich sehe auch nicht, dass wir das Umlageverfahren zum Beispiel verteufeln. Es verteufelt ja keiner das Umlageverfahren. Ich finde das Umlageverfahren wirklich gut, weil es auch den jungen Menschen im Prinzip eine gewisse Machtposition gibt, weil das Umlageverfahren dafür sorgt, dass sich die ältere Generation auch um die junge Generation kümmern muss, weil sie wollen ja irgendwann von uns versorgt werden, um wieder auf den Generationenvertrag zurückzukommen. Das darf ich falsch verstehen. Wir verteufeln nicht das Umlageverfahren. Das Umlageverfahren wird es weiterhin brauchen. Es muss nur ergänzt werden, weil ich finde es unverantwortungsvoll, dass über 100 Milliarden Euro aus Steuermitteln in die Rente subventioniert werden müssen. Weil, wie gesagt, es fehlt uns auf der Straße, es fehlt uns in der Bildung, uns fehlt halt das Geld. Und das ist eine weitere ziemlich dreiste Lüge. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums
Wirtschaftsministeriums hat berechnet, wie viel vom Bundeshaushalt es kosten würde, wenn wir den Rentenbeitrag bei 22% und das Rentenniveau bei 48% stabilisieren würden. Das Ergebnis lautete, dass wir ungefähr 20% des Bundeshaushaltes im Jahr 2060 dafür aufwenden müssten. 20% des Bundeshaushaltes entsprechen 2% des Bruttoinlandsproduktes. Wenn wir also die Einkommensteuer nur leicht erhöhten oder einfach Vermögen etwas höher besteuerten oder wenn wir etwas höhere Defizite machten, was in einer Welt sparender Unternehmen und Privathaushalte definitiv keine schlechte Idee wäre, dann ließe sich das problemlos finanzieren. Zum Vergleich, Deutschland hat Leistungsbilanzüberschüsse von in der Spitze 9% des Bruttoinlandsproduktes in den letzten Jahren gehabt. Wir, also 9% des Bruttoinlandsproduktes an Produkten, die wir im Moment, also im Jahre 2015, ins Ausland verkauften und nicht selber konsumierten. Wenn wir davon 2% abzwacken würden und selber konsumierten, dann wäre diese Lücke schon geschlossen. Das bedeutet, wir müssten nur den Leistungsbilanzüberschuss etwas senken und die Produkte, die wir aktuell exportieren, selber konsumieren und schon wäre das Problem gelöst. Deutschland lebt deutlich unter seinen Verhältnissen. Wir hatten riesige Leistungsbilanzüberschüsse über die letzten 15 Jahre. Und wenn wir die etwas senken würden und etwas mehr von den Produkten, die wir selbst produzieren, auch selbst konsumieren würden, dann wäre das auf jeden Fall finanzierbar. Konstantin Knorr, also der Klimaaktivist, der keinen Plan von makroökonomischen Zusammenhängen hat und der zu solchen Diskussionen deswegen auch nicht eingeladen werden sollte, ist allerdings nicht der Einzige auf der Kontraseite, der eher auf die Pro-Seite gehören würde, weil er unsere gesetzliche Rente anscheinend ablehnt und doch zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge tendiert. Kai Reinartz, also der andere Diskutant auf der Pro-Seite, scheint dort ähnlicher Meinung zu sein. Ich sag mal, es muss so ein Cappuccino-Modell geben. Es muss also drei Dinge geben. Wir brauchen den Kaffee, das der Bestandteil essentiell für den Cappuccino, und das muss die gesetzliche Alterssicherung sein. Und dann die ist Aktienrente ist die Kirsche obendrauf. Und dann ist für mich auch in Ordnung, dass von mir aus der Milchschaum, der das schon süßer macht, auch die Frage der Aktienrente ist. Und jetzt weiß ich auch, was ich eben Kakao hatte. Der Punkt, die Beiträge nicht zu erhöhen. Wir sind bei 18,6. Wenn ich jetzt sagen würde, lass uns doch 19,6% nehmen und dieses eine Prozent, was mehr ist, das steckt mir in die Aktienrente. Wir haben also noch nicht einmal die Kompromissrunde erreicht. Und schon kommt Kai Reinartz, der eigentlich gegen eine Aktienrente argumentieren soll, mit einem Vorschlag, der dem der FDP ziemlich gleicht. Der von ihm empfohlene Beitrag ist eben nur halb so hoch. Die FDP fordert 2%, er fordert 1%. Ja. Aber jetzt erstmal, was wäre da überhaupt das Problem? Nun, wenn wir 1% unseres Einkommens sparen würden, was bisher konsumiert worden wäre, dann bedeutet das auch, dass den Unternehmen dieser Konsum fehlt. Weniger Konsum bedeutet weniger nachgefragte Produkte. Weniger nachgefragte Produkte bedeutet geringere Erträge der Unternehmen. Und geringere Erträge der Unternehmen führen zu einer geringeren Bewertung. Das berühmte Sparparadoxon. Obwohl mehr gespart wird, sinkt der Wert der Ersparnisse. Dieses elementare Problem einer jeden kapitalgedeckten Altersvorsorge, bei der für die Zukunft zurückgelegt werden soll, wird an keinster Stelle in dieser Sendung erwähnt. Und allein das sagt schon genug über die Wahl der Diskussionsteilnehmer aus, beziehungsweise über den Zusammenschnitt der Sendung. Man weiß natürlich nicht, wie die ganze Diskussion aussah, da wir halt nur einen Teil zu sehen bekommen, und zwar den Unbubble zusammengeschnitten hat. Man hätte einfach nur einen vernünftigen Makroökonomen einladen müssen. Es kann nicht sein, dass so eine Diskussion geführt wird und die Worte Sparparadoxon und Markenrot-Theorem kein einziges Mal aufkommen und keiner auf der Kontraseite auch nur auf die Idee kommt, diese Konzepte wenigstens zu erklären. Die einzige, die wirklich gegen die Aktienrente war, war die Chefredakteurin des Jacobin-Magazins Ines Schwertner. Dafür waren zwei Leute auf der Kontraseite, der Moderator, so wie die drei Leute auf der Pro-Seite. Wir haben es hier also mit einer Diskussion 6-1 zu tun.
6 Leute sind für die Aktienrente und eine, nämlich Ines Schwertner, ist gegen sie. Wie so eine Diskussion ausgeht, kann man sich ziemlich klar denken. Okay, bei der Body Positivity Diskussion war das jetzt etwas anders. Dort haben auch 6 Leute gegen den Arzt argumentiert, aber da war die Faktenlage noch ein bisschen eindeutiger und es war auch für Laien leichter zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Allein schon an der Länge dieses Reaktionsvideos hier sieht man ja, dass die wirtschaftlichen Zusammenhänge etwas schwieriger zu erklären sind als einfache medizinische Fakten, die jeder nach einer 10-sekündigen Google-Suche herausfinden kann. So, wir halten fest, Kolja ist innerhalb kürzester Zeit von ganz hinten nach relativ weit vorne gekommen. Für mich ein bisschen überraschend. Er würde die Beine ein bisschen vertreten. Und woran das wohl liegen mag, So, wir haben uns zusammengefunden. Grün, fangt ihr doch mal an. Wie kriegt ihr die Gelben noch näher zu euch? Der Vorschlag wäre: Alle kommen in ein System, also perspektivisch nicht durch Enteignung, sondern die Neueinstellung. Und der Beitragssatz, ich glaube, da haben wir Klarheit drin, man muss mehr für die Rente investieren. Ja, man muss mehr investieren. Aber investieren ist etwas anderes als Geld in Aktien anzulegen. Geld, das man in Aktien steckt, führt kausal nicht zu höheren Unternehmensinvestitionen. Ansonsten hätten die Höhenflüge an den Börsen in den letzten Jahren ja dazu führen müssen, dass die Unternehmen massiv mehr investiert hätten. Das haben sie aber nicht getan. Ganz im Gegenteil, die Unternehmen sind in fast allen Industrieländern mittlerweile Nettosparer. Die Unternehmen investieren nicht mehr, sie sparen. Wenn der Staat also investieren wollte, dann müsste er Investitionen in Sachkapital tätigen und nicht an den Finanzmärkten irgendwelche Anlageprodukte kaufen. Oder er müsste für eine ausreichend steigende Nachfrage sorgen, beispielsweise durch Lohnerhöhungen oder durch Ausgabenprogramme und so die Unternehmen wieder in die Netto-Schuldner-Position bringen. Aber Aktien zu kaufen bedeutet nicht zu investieren und es löst auch keine Investitionen aus. Aber es gibt eine Option für alle, die in dem System sind, zu sagen, ich nehme einen Anteil, wir haben jetzt mal gerade so überlegt, vielleicht ist es 1%, zu sagen, wenn ich mich gar nicht rühre, dann fließt es einfach, wie gehabt, in die Rentenversicherung rein, ins Umlageverfahren. Aber ich kann mich halt auch melden und sagen, hey, pack diesen Anteil, beispielsweise 1%, oder vielleicht, da muss man auch drüber reden, wie viel es ist, in einen Staatsfonds. Okay, das ist hier also der Kompromissvorschlag. Wir geben euch alles, was ihr wollt. Wir stellen keine Ansprüche. Wir wollen nicht, dass die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft wird. Wir fordern nicht die Einführung einer Höchstrente. Wir fordern nicht, beispielsweise die Rentenregeln aus Österreich abzuschreiben. Nein, ihr bekommt eure Aktienrente fast so, wie ihr sie wolltet. Und wir fordern eigentlich gar nichts mehr. Spätestens hier zeigt sich, dass in dieser Diskussion nicht eine Kontra- und eine Pro-Seite gegeneinander diskutieren, sondern dass beide Seiten für die Aktienrente sind. Der Klimaaktivist scheint keinen Plan von makroökonomischen Zusammenhängen zu haben. Dieser Kai Reinhardt scheint gar kein Konzept zu haben, sondern irgend so einen lauwarmen Kompromiss austarieren zu wollen. Was hier aber gar nicht die Frage ist. Bei so einem schwachsinnigen Konzept wie der Aktienrente kann es keinen vernünftigen Kompromissvorschlag geben. Da kann man eigentlich nur dagegen sein, wenn man sich die Zusammenhänge, die ich hier gerade erklärt habe, mal genauer ansieht. Eine halbe Stunde habe ich jetzt also fast damit zugebracht, zu zeigen, dass der Moderator eigentlich auf der Pro-Seite steht und wir es bei der Kontraseite eigentlich auch mit einer zweiten Pro-Seite zu tun haben. Kommen wir also jetzt zu den Argumenten der eigentlichen Pro-Seite, die teilweise so bescheuert sind, dass man echt nicht mehr weiß, was man dazu sagen soll. Film ab. Und wir gehen zu einer Tendenz, die noch niedriger wird. Die Rentenerwerbszeit, das heißt, wie lange ich die Rente beziehe, als die Rente aufgelegt wurde, lag bei 10 Jahren. Heutzutage liegt sie bei 20 Jahren. Das heißt, der Rentner lebt länger. Ist auch schön, wir haben länger was von Oma und Opa, aber die brauchen halt einfach viel länger Geld. Und da ist halt das Problem. Und die Rente kann nur am Laufen gehalten werden, weil Steuern subventioniert werden. Hatten wir das nicht schon, dass die gleichen Falschbehauptungen immer und immer wieder wiederholt werden müssen? Dieser Bundeszuschuss an die Rentenversicherung ist überhaupt kein Problem. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat das einmal durchgerechnet. Wir müssten ungefähr 20% des Bundeshaushalts bzw. 2% des BIPs 2060 dafür aufwenden, um das Rentenniveau und den Rentenbeitragssatz zu stabilisieren. Das Rentenniveau bei 48%, den Beitragssatz bei 22%. 2% unseres Bruttoinlandsproduktes, das ist deutlich geringer als jeder Leistungsbilanzüberschuss, den wir in den letzten 10 Jahren hatten. Das wäre
kein Problem. Wie man auf die Idee kommen kann, dass wir das nicht finanzieren könnten, erschließt sich mir nicht und es ist logisch einfach nicht begründbar. Ich bin für die Aktienrente, weil das jetzige Rentensystem sich so nicht mehr tragen kann. Und das Geld fehlt uns in der Bildung, Infrastruktur oder im Klimaschutz. Und darum glaube ich, dass wir mit dem Kapitalmarkt den Herausforderungen im jetzigen Rentensystem entgegenwirken können. Also ich bin jetzt zurückgegangen, als du das gesagt hattest, weil ich glaube, das bringt nichts und ist ja eindimensional, die einzelnen Einzahler gegen die Rentner auszuspielen. Also auch die Generationen gegeneinander auszuspielen, weil das Problem ist ja einerseits natürlich, dass die Gesellschaft älter wird, aber sie wird eben auch produktiver. Also tatsächlich, wir könnten ja, das, was man meistens nicht mitbedenkt, wir könnten ja eigentlich total viel mehr höhere Löhne ja zum Beispiel auch zahlen. Die Beiträge könnten höher sein oder die mehr zahlen könnten, könnten mehr einzahlen. Unser Problem an dem System ist ja eigentlich, dass die mehr beitragen könnten, das nicht tun. Ein großer Teil zahlt nicht ein oder die Beitragsbemessungsgrenze ist ungerecht. Das heißt, man kann an dem bestehenden System mehr zwischen oben und unten ausgleichen als zwischen den Generationen. Aber selbst wenn wir in die tollsten Unternehmen investieren würden, das sitzt der Illusion auf, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten oder produzieren müssten. Also das verdeckt einfach die tatsächliche Debatte dahin, dass wir produktiver werden, dass wir unsere Arbeit besser einsetzen, dass wir höhere Löhne zahlen, mehr Beiträge zahlen können. Das ist der Grundstock dieses Problems. Die Kapitalmärkte lösen dieses Problem nicht. Geld arbeitet nicht für uns. Das ist einfach eine Illusion zu glauben, die Kapitalmärkte würden dieses Problem lösen, selbst wenn es grüne Unternehmen sind. Das ändert an dem Grundprinzip nichts. Wir können nur verteilen, was erwirtschaftet wird. Es ist ziemlich lustig, dass eine Sozialistin, und das ist Ines Schwertner ja, Neoliberalen hier diesen einfachen wirtschaftlichen Grundsatz erklären muss. Aber weiter zu den nächsten Argumenten, warum unsere Rente denn jetzt kapitalgedeckt finanziert werden muss. Mit einer Aktienrente wird die Zukunft einer Börse definitiv nicht verzockt, weil Aktien kein Glücksspiel sind, ähnlich eines Pokerturniers im Casino oder so, wo das, was der eine gewinnt, der andere verliert. Sondern es sind ja Anteile an Unternehmen und diese Unternehmen erzielen ja unter anderem auch Gewinne. Von diesen Gewinnen wiederum fließen übrigens sehr viele Steuern jedes Jahr auch in die Rente. Und daran sieht man ja alleine schon, dass es keine Zockerei ist, sonst wären ja die Steuern auch Zockerei. Über den Finanz-YouTuber Kolja Barkhorn habe ich auf diesem Kanal schon ganze 3 Videos veröffentlicht. In dem ersten geht es darum, wie er seinen Followern versucht zu erklären, dass die Armen nur deshalb arm sind, weil sie ihr Geld nicht in Aktien anlegen würden. Ja, wenn ihr meine Aufarbeitung dessen sehen wollt, schaut euch das Video an. Hier ist es wieder dasselbe. Ja, Aktien bringen eine so hohe Rendite und sie sind ein Anteil an der Produktion, an den Unternehmen. Und Steuern sind ja auch ein Anteil an der Produktion. Die Produktion wird ja besteuert. Weil hier beißt sich schon die Katze in den Schwanz bei dieser Argumentation. Wenn man sich durch Steuern einen Anteil an der Produktion sichern kann, wieso erhöht man zur Finanzierung des Bundeszuschusses dann nicht einfach die Steuern oder die Rentenbeiträge? Wieso muss man den Umweg über die Kapitalmärkte gehen? Ja, weil der Kapitalmarkt solch traumhafte Renditen liefert. Ja, woher kommen diese Renditen? Gesamtwirtschaftlich gesehen gibt es ja keine Rendite, sondern nur ein Wachstum der Produktion. Wenn die Renditen also höher sind als das Wachstum der Produktion, als das Wirtschaftswachstum, dann haben sich die Unternehmen hier offensichtlich einen höheren Anteil des Wachstums eingesteckt, als ihnen zustünde. Hätten also die Unternehmen die Löhne entsprechend dem Wachstum der Produktion erhöht, dann hätten sowohl die Kapitalisten als auch die Arbeiter gleich viel mehr gehabt. Diese Rendite, die deutlich über dem Wachstum liegt, wäre also gar nicht zustande gekommen. Die Ungleichung, die hier zum Ausdruck kommt, lautet R ist größer als G. Kapitalrendite ist größer als das Wirtschaftswachstum. Solange diese Ungleichung gilt, nimmt die Ungleichheit beständig zu. Man kann diese Ungleichung auflösen bzw. verhindern, indem man die Steuern auf Kapital erhöht oder indem man einfach die Löhne entsprechend der Produktivitätssteigerung steigen lässt. Die goldene Lohnregel. So kann man diese Ungleichung, die für solche Traumrenditen sorgt, verhindern.
Solange diese Ungleichung gilt, werden die Reichen immer reicher und können uns anderen alle erzählen, dass wir ja nicht an diesem Reichtum teilhaben, weil wir einfach keine Aktien gekauft haben. Wenn sich das Rentensystem jetzt also von diesen Renditen der Aktien abhängig macht, dann macht es sich davon abhängig, dass durchgängig eine neoliberale Wirtschaftspolitik, die für überdurchschnittliche Kapitalrenditen sorgt, betrieben wird. Ansonsten wären die Kapitalrenditen ja nur so hoch wie das Wirtschaftswachstum oder sogar niedriger. Wenn die Kapitalrenditen niedriger als das Wirtschaftswachstum ist, dann wäre es sogar besser, einfach durch Steuern einen Teil vom Wirtschaftswachstum abzuschöpfen und nicht, indem man sich am Kapital beteiligt. Und das war über weite Strecken der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Fall, dass die Kapitalrendite unter dem Wirtschaftswachstum lag. Die Steuern auf Kapital waren nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich sehr hoch, es gab strenge Regularien und die Löhne wurden entsprechend des Produktivitätsfortschrittes erhöht. Es ist also keineswegs gegeben, dass die Kapitalrendite durchgängig über dem Wirtschaftswachstum liegen muss. Das ist eine Folge der neoliberalen Wirtschaftspolitik der letzten 40 Jahre. Es ist eine Folge politischer Entscheidungen und kein ewiges Naturgesetz des Kapitalismus. Also jeden Monat das Geld quasi von den Arbeitnehmern zu den Rentnern umzufinanzieren und nichts zurücklegen, um darauf Zinsen zu bekommen, finde ich falsch. Das machen wir als Privatperson, machen wir das ja auch nicht. Wir bekommen unser Gehalt und geben ja nicht gleich alles aus, sondern wir legen was zurück, um dann halt einen Zins dafür zu bekommen. Und genau das ist der Punkt. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem Privathaushalt und einer ganzen Volkswirtschaft. Eine geschlossene Volkswirtschaft kann nichts zurücklegen. Wenn irgendwer in dieser Volkswirtschaft versucht zu sparen, sei es durch eine gesetzliche Aktienrente oder sei es, weil die Privathaushalte von sich aus mehr Aktien kaufen, dann bedeutet das einen Ausfall von Konsum. Dieser Ausfall von Konsum muss entweder durch höhere Investitionen der Unternehmen oder durch höheren Konsum an anderer Stelle, beispielsweise durch höhere Staatsausgaben, ausgeglichen werden. Wenn jemand versucht zu sparen, dann muss sich an anderer Stelle jemand mehr verschulden, damit die Produktion nicht sinkt. Wenn die Produktion allerdings sinkt, dann sinken auch die Erträge der Unternehmen und der Wert der Ersparnisse sinkt, obwohl mehr gespart wird. Das vorhin schon beschriebene Sparparadoxon. Aber Moment, wir befinden uns ja nicht in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Wir wollen doch ein global diversifiziertes Aktienportfolio auflegen. Ja, es gibt eine einfache Kennzahl, mit der man berechnen kann, inwieweit sich das Nettovermögen gegenüber dem Ausland erhöht. Der Leistungsbilanzüberschuss. Wenn ein Land Leistungsbilanzüberschüsse aufweist, dann erhöht sich sein Nettovermögen gegenüber dem Ausland. Dann spart es sozusagen. Es lebt unter seinen Verhältnissen. Wenn ein Land Leistungsbilanzdefizite aufweist, dann lebt es über seinen Verhältnissen. Es verschuldet sich gegenüber dem Ausland. Gibt es aber ein Problem, wenn man weltweit Leistungsbilanzüberschüsse und Leistungsbilanzdefizite zusammenzählt, dann kommt da exakt null raus. Die Verschuldung des einen ist die Ersparnis des anderen. Diese Salden gleichen sich immer zu null aus. Das heißt, wenn wir Leistungsbilanzüberschüsse erzielen wollen und unsere Rente von anderen Völkern erarbeitet wissen wollen, wenn wir also Leistungsbilanzüberschüsse aufweisen wollen, dann muss sich an anderer Stelle jemand verschulden. Und diese Frage beantwortet kein Apologet der Aktienrente. Wer soll sich verschulden? Sollen es die Griechen machen, die Italiener, die Spanier, die Franzosen? So wie sie es die letzten 20 Jahre gemacht haben, um unser deutsches Wirtschaftswachstum zu finanzieren. Wer soll sich verschulden? Sollen es weiterhin die Amerikaner machen, die aktuell eher durch Protektionismus glänzen, als dadurch noch mehr von unseren europäischen Produkten kaufen zu wollen? Sollen es die Russen machen, mit denen wir gerade einen Wirtschaftskrieg angefangen haben? Sollen es die Chinesen machen? Wer soll sich verschulden? Beantwortet mir diese einfache Frage. Wenn ihr sparen wollt, wer soll sich im Ausland verschulden, damit sich das deutsche Nettovermögen erhöht? Solange ihr mir diese Frage nicht beantworten könnt, kann man alle eure anderen Argumente, die ich ja eben schon widerlegt habe, in die Tonne treten. Wenn ihr jemanden findet, der bereit ist, sich für das deutsche Rentensystem zu verschulden und uns hier schöne Kapitalgewinne hinzuüberweisen, dann, ja, dann können wir über eine kapitalfinanzierte Rente reden. Aber solange es diesen jemand nicht gibt, solange wir nicht noch höhere Leistungsbilanzüberschüsse machen können, um eben ein Polster für die Zukunft zu bilden, solange gilt das Sparparadoxon.
Ich glaube, zwei Punkte. Also du hast vor einem Paradigmenwechsel gesprochen. Ich glaube, der ist nötig in Deutschland. Also ich glaube, wir investieren viel zu wenig in den Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt ist nicht kein elitäres, böses System, was über alles drüber schwebt, sondern er ist... Nein, und das behauptet auch niemand. Der Kapitalmarkt verteilt lediglich um. Wir haben eine gewisse Produktion und diese Produktion wächst mit der Zeit. Und wir können nur diese Produktion verteilen. Es sei denn, wir machen Leistungsbilanzdefizite, dann können wir ein bisschen mehr verteilen. Wenn wir Leistungsbilanzüberschüsse machen, dann können wir ein bisschen weniger verteilen. Das ist ziemlich einfach erklärt. Das Erste, was man als Investor lernt, vollkommen egal, wo man investiert, ist immer nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Nein, doch. Und das ist eben ein weiterer extremer Vorteil der Aktienrente, dass eben Norwegen beispielsweise weltweit investiert. Natürlich weltweit, weil das ist doch absolut sinnvoll. Ja, Norwegen hat riesige Leistungsbilanzüberschüsse, weil es eben Erdöl aus der Erde holt und in alle Welt verkauft. Ein Rohstoffproduzent kann dies tatsächlich über längere Zeiträume haben, je nachdem, wie die Rohstoffpreise schwanken. Da braucht man ja auch eine gewisse Sicherheit gegen starke Schwankungen. Aber wenn man es wie Deutschland macht und durch Lohndumping sich Leistungsbilanzüberschüsse ergaunert, indem man die Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie massivst erhöht gegenüber der Wettbewerbsfähigkeit der Industrien der Partner in der Währungsunion, dann ist das kein dauerhaftes Wachstumsmodell. Wir können unser Wachstum nicht dauerhaft so finanzieren, dass wir einfach die Franzosen, die Italiener oder die Griechen zu Nettoschuldnern machen und selbst davon profitieren, dass die sich immer weiter verschulden. Irgendwann sind deren Schulden zu hoch und irgendwann kündigen sie uns diese Währungsunion auf. Aber ich will dieses Thema hier gar nicht weiter ausrollen. Ich hatte ja schon gesagt, solange mir keiner beantworten kann, wer sich verschulden soll, sind alle diese Diskussionen um wir sparen und legen ein weltweites Aktienportfolio an, solange kann man diese Diskussionen alle in der Pfeife rauchen. Deutschland hat noch nie einen einzigen Cent an Schulden zurückgezahlt. Wäre ja auch eine Katastrophe. Ja, runzeln Sie nicht die Stirn. Wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen. Sie wollen doch Zinsen haben. Wenn keiner mehr Schulden macht, wo sollen denn Zinsen herkommen? Jetzt ist da gerade das ganz große Drama, keine Zinsen mehr. Der Zinsklau. Steht in der Zeitung, der Zinsklau. Wer klaut denn da was? Sie zahlen Geld in eine Lebensversicherung ein und wollen darauf 4% Rendite haben. Was glauben Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperrt ihr das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Die müsste noch jemand finden, der das Geld von der Lebensversicherung leiht und 7% Zinsen zahlt. Weil Sie wollen 4% haben, die Lebensversicherung hat Kosten, will selber was verdienen und die Aktionäre wollen auch was haben. Also muss einer 7% Zinsen zahlen. Und im nächsten Jahr legen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen an. Und da muss wieder einer gefunden werden, der das leiht. Und das waren jahrelang die Griechen, die Italiener und die Spanier. Wir haben denen Geld geliehen. Und das Rad lief immer weiter, weil es in den Büchern läuft. Hätte man von Anfang an gesagt, jetzt brauchen wir das Geld mal zurück. Da hätte es sofort geheißen, ja, nee. Aber es wird immer weiter aufgebaut. Immer weiter aufgebaut. Und das Vermögen der Deutschen allein ist von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Von 2 Billionen auf 5 Billionen. Das Barvermögen der Deutschen ohne Immobilien. Und auf diese 5 Billionen Euro sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Von wem? Von den Menschen, die in der realen Wirtschaft tatsächlich arbeiten. Die Zinsen entstehen nicht in der Bank. Die müssen von Menschen in der realen Wirtschaft, die echt was herstellen, muss das erwirtschaftet werden. Und das geht irgendwann nicht mehr. Und nachdem diese Pseudodiskussion zu Ende ist und sich beide Pro-Seiten zusammen mit dem Moderator immer wieder bestätigt haben, wie toll sie denn eigentlich die Aktienrente finden, kommt dann die Kompromissrunde, die genauso erbärmlich ist wie der gesamte Rest dieser Diskussion. Okay, das sind ja schon, ich fasse mal zusammen. Also, ihr wollt vereinheitlichen nicht nur, wer einzahlt. Das ist ja so, setzt so ein bisschen auf meinem Vorschlag auf, wenn ich das richtig verstehe, aber ihr würdet sogar noch darüber hinausgehen.
Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, Rentenbeiträge werden erhöht. Dritter Punkt ist, es gibt innerhalb dieses Systems die Option, Teile meines Beitrages in Aktien zu investieren. Vielleicht, also einen gewissen Anteil, okay, der, damit die Grundsicherung, also die Alterssicherung, die Grundsicherung im Alter erhalten bleiben kann. Geht ihr davor oder nicht? Ja. Ja, du wärst dafür. Nee. Also das mit dem, das alle einzahlen, finde ich zwar nicht optimal, aber das, der andere Punkt mit diesem wahlweisen System, dass man, dass jeder dann selber entscheiden kann, okay, diesen Anteil von dieser Erhöhung oder dann vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem, vielleicht kann ich auch 2,5% zum Beispiel dann investieren, wenn ich das möchte. Und das ist ja dann wiederum auch die individuelle Entscheidung des Bürgers, wie viel Risiko er damit eingehen kann. Das finde ich sehr cool, weil das ist flexibel und gleichzeitig löst es eigentlich auch das Problem, weil da ja auch gleichzeitig zugestimmt wurde, dass die Aktienrente eventuell doch einen Sinn ergibt. Okay, euer Vorschlag. Wir kommen dir so weit entgegen, dass wir sagen, 1 Prozentpunkt Erhöhung würden wir mitmachen, ist nicht schön. Und die Steuerlast in Deutschland ist sowieso schon zu hoch, aber diesen 1%, den würden wir dir sozusagen schenken. Und die verpflichtende Aktienrente als Zusatzmodell zur gesetzlichen Rente einführen, wo dann dieser 1% fließen würde, der zu viel da ist, um das auf jeden Fall da zu haben. Wir wollen, dass diese Aktienrente-Baustein öffentlich reguliert wird. Das heißt, dass es da eine Stelle gibt, wo ganz transparent geguckt werden kann, wo wird investiert, wer sitzt da drin. Und die Investitionen, die diese Stelle dann tätigt, müssen auch dahingehend zertifiziert werden, dass man sagt, sie sind nicht klimaschädlich, sie investieren nicht in irgendwie menschenverachtende Anlagen. So, dass wir da vielleicht einen Kompromiss finden können, wie wir die gesetzliche Rente stabilisieren können, sie vielleicht auch gerechter machen können, sie aber damit trotzdem im Kapitalmarkt haben und da eine Basis schaffen können. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist euer Vorschlag derselbe wie der Vorschlag, nur bei euch ist es eine verpflichtende 1%-Regelung, genau, und bei euch ist es eine Option. Wenn man zwei Seiten einlädt, die beide das Gleiche wollen, nämlich eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, dann sehen natürlich am Ende beide Vorschläge fast gleich aus. Die einzige Person, die in dieser Diskussion gegen eine Aktienrente argumentiert hat, war Ines Schwertner, die Chefredakteurin des Jacobin-Magazins. Alle anderen 6, einschließlich des Moderators, waren für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge und haben sich bei ihrem Kompromissvorschlag, also ich würde es eher bedingungslose Kapitulation nennen, für solch ein Modell ausgesprochen. Es ist wirklich derart lächerlich, wie uns hier eindeutige neoliberale Propaganda, wie sie bei Funk üblich ist, schon wieder als sachliche Diskussion, bei der auf alle Positionen eingegangen wird, verkauft werden soll. Es ist so dermaßen lächerlich. Vor allem, weil bei dieser Folge viele Zuschauer darauf reingefallen zu sein scheinen. Wie gesagt, bei solch irrelevanten, dummen Themen wie kulturelle Aneignung oder Body Positivity merken die Zuschauer, wenn sie verarscht werden. Aber bei ökonomischen Themen scheint das vielen nicht klar zu sein. Viele hielten den Moderator für neutral oder das für eine gute Diskussion, wo Argumente ausgetauscht wurden. Nein, es war schlicht und ergreifend Propaganda. Nichts anderes. Und eigentlich bestätigen Konstantin Knorr und Kai Reinhardt ihr Verhalten bei dieser Propagandaveranstaltung. Vor allem dadurch, dass sie sich zum Schluss schon nochmal gegen die gesetzliche Rente aussprechen, da sie ja schon Reformen bräuchte und man schon ein bisschen mehr Kapitaldeckung wagen müsste. Dann ist klar, wir müssen für die Alterssicherung in unserem Land mehr Geld in die Hand nehmen. Und wir haben uns heute darüber gestritten, wie wir das machen und wie wir das sozusagen anlegen oder wie wir das finanziert kriegen. Aber, und das finde ich total erfrischend, weil also in der Innenbetrachtung der Rentenversicherung ist es immer so, oh, ich muss schon wieder Beiträge zahlen. Aber uns ist irgendwie allen klar, dass das auf Dauer für unsere Rente miteinander, so wie es jetzt gerade finanziert wird, nicht reicht. Ich würde mir wünschen, dass es bis 2025 erstmal eine Lösung gibt, weil ich hätte schon noch gern Rente. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass wir die Diskussion insoweit weiten, dass wir mal alle Menschen, die in Deutschland Rente beziehen oder alt sind oder Pensionen beziehen, mit einbeziehen und mal gucken, was ist an Geld da und was kann irgendwie untergebracht werden. Und dass wir halt schauen, dass es einen Generationenvertrag gibt, der wieder eingehalten wird. Es muss jetzt was passieren für uns. Wichtig ist, dass diese Debatte halt nicht erstirbt, sondern dass man sich bewusst wird, dass die nächsten Jahre rentenpolitische Entscheidungen getroffen werden müssen und dass die Diskussion am Leben bleiben muss.
Wenn es um so eine sachliche Diskussion gehen würde, dann hätte man einen Makroökonom mit Ahnung eingeladen. Dann hätte jemand mal das Sparparadoxon erklärt. Dann hätte jemand mal das Mackenroth-Theorem erklärt. Dann hätte jemand mal erklärt, dass wir nur verteilen können, was wir erwirtschaften. Obwohl, das hat Ines Schwerten an einer Stelle tatsächlich angesprochen. Aber dann wären all diese Punkte mal zur Geltung gekommen. Und dann hätte man vor allem bei einem globalen Aktienportfolio die Frage beantwortet, wer soll sich verschulden, wenn wir ein höheres Vermögen aufbauen wollen? Wie soll das mit der Staatsverschuldung bzw. dem Finanzierungssaldo des Staates in einer Welt sparender Unternehmen allgemein laufen? Das ist nämlich eine sehr relevante Frage. Die Unternehmen sind in fast allen Industrieländern Nettosparer. Sie kommen also ihrer Rolle nicht mehr nach und investieren nicht mehr. Wie sollen wir darauf jetzt reagieren? Was sollte die Wirtschaftspolitik dort tun? Das ist eine sehr relevante Frage, die an keiner Stelle angesprochen wird, weil so getan wird, dass wir einfach für die Zukunft sparen könnten und uns dann einen Vorrat angelegt hätten und dann von diesem Vorrat zehren könnten, wenn wir dann irgendwann in Rente gingen. Aber das ist, wie ich schon erklärt habe, unmöglich. Wenn jemand spart, dann entzieht er der Wirtschaft Konsum, was wiederum die Produktion sinken lässt und dann letztendlich auch den Wert der gekauften Aktien. Es sei denn, man macht Leistungsbilanzüberschüsse, dann muss sich aber irgendjemand im Ausland verschulden. Wer soll das sein? Beantwortet mir diese einfache Frage. Ich weiß, das könnt ihr nicht. Es gibt keine sachlichen Argumente, die für eine kapitalgedeckte Rente sprechen. Es gibt kein vernünftiges Argument gegen unser gesetzliches Rentensystem, was jetzt seit seiner Einführung in der jetzigen Form in den 50er Jahren problemlos funktioniert hat. Bis Gerhard Schröder gekommen ist, die Riester-Rente eingeführt hat und das Rentenniveau brutal zusammengekürzt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Rentensystem ist sicher. Die Rente ist sicher. Norbert Blüm hatte recht, als er das schon in den 90ern so proklamierte. Und es ist überhaupt kein Problem, das Rentenniveau auf dem aktuellen Stand zu halten. Ich hatte vorhin die Zahlen vom Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums gezeigt. Es gibt kein Finanzierungsproblem für die Rente. Allenfalls ein Verteilungsproblem. Wenn sich die Kapitalseite nämlich mehr einstecken will, als für die Tragfähigkeit der Renten sinnvoll wäre. Das ist das Problem, über das wir diskutieren müssen. Wie viel unseres Produktionsfortschrittes, wie viel unseres Wirtschaftswachstums wollen wir an das Kapital geben, wie viel an die Arbeiter und wie viel gestehen wir den Rentnern zu? Wenn wir den Rentnern einen groß genugen Anteil geben, dann können wir das Rentenniveau konstant halten und würden trotzdem alle immer noch reicher werden. Es wäre, wie ich vorhin schon vorgerechnet habe, kein Problem. Das Einzige, was dem im Wege steht, sind handfeste Interessen und eine neoliberale Ideologie, die sich auf Lügen gründet. Lügen, die wir in diesem Video hoffentlich ausführlichst widerlegt haben. Kurzfristig könnte ich das Geld, wenn ich in eine Aktie investiere und glaube, ich brauche es in einem Jahr das Geld, dann würde ich spekulieren und dann habe ich das Risiko, dass ich es verzocke. Aber worum es doch in der Debatte geht, ist es doch das langfristige Investieren. Wir gehen also, ich habe ein Projekt gegründet, das heißt Zukunftstag, und damit gehen wir an hunderte Schulen, um genau Schülern in dem Finanzworkshop zu erklären, was sind die Herausforderungen mit der Rente, aber auch wie der Kapitalmarkt ihnen entgegenwirken kann. Und die Grundlagen, denen wir den erstmal erklären, ist den Unterschied zwischen Investition und Spekulation. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Man muss Zeit mitbringen und halt, wie gesagt, diversifizieren. Also wir investieren ja nicht nur in eine Aktie, sondern breit gefächert. Und kurzfristig können wir nicht hervorsehen, ob sowas wie Corona kommt, 2008 die Krise oder 2001. Langfristig, und die Rente ist halt, also du bist auch noch sehr jung, 40, 45 Jahre wurde gerade genannt, brauchst du bis zur Rente. Und bis dahin haben wir genug Zeit, Krisen auszusitzen und dann die Rendite damit zu erwirtschaften. Ein Mann, der meint, ein Staat solle sich verhalten wie ein Privathaushalt und für die Zukunft sparen, erklärt also Schülern ökonomische Zusammenhänge. Da kann ja überhaupt nichts schiefgehen. Wenn junge Leute, die noch leicht manipulierbar sind und die in Deutschland wirklich furchtbaren Wirtschaftsunterricht erhalten, mit solcher Propaganda indoktriniert werden. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Neoliberalismus, die gefährlichste Ideologie unserer Zeit, soll jungen Leuten an der Schule eingebläut werden. Und nicht nur dort. Auch auf Funk dürfen solche Leute fast widerspruchslos ihre Propaganda zum Besten geben. Ein wunderbares Beispiel ist diese 13-Fragen-Folge. Und man sollte sich nicht täuschen lassen, wenn 13 Fragen an anderer Stelle eher linksgerichtet wirkt, beispielsweise beim Thema kulturelle Aneignung oder beim Thema Body Positivity, also solch super relevanten Themen.
Wir haben es hier mit einem progressiven Neoliberalismus zu tun. So nennt sich die Ideologie, die Funk versucht, seinen Zuschauern einzuhämmern. Gesellschaftlich soll jeder nach seinem Gusto glücklich werden, aber möglichst individuell. Natürlich nicht, indem der Staat irgendwas absichert. Das soll alles auf individueller Basis funktionieren. Und wirtschaftspolitisch soll der Staat sich möglichst raushalten, die Steuern für die Reichen senken, die Rente an die Aktienmärkte bringen und generell möglichst dem Markt freies Spiel lassen. Und allgemein soll der Staat nicht zu viele Schulden machen, denn das ist ja schlecht für kommende Generationen. Das ist die Ideologie, die Funk seinen Zuschauern vermittelt. Wie viele Funkvideos von irgendwelchen dummen Feministinnen oder sonst irgendeinem Unsinn habt ihr schon gesehen? Und wie viele Funkvideos, wo erklärt wird, wie Carry Trading funktioniert? Wo erklärt wird, wie Unternehmensgewinne entstehen? Wo erklärt wird, wie unser Rentensystem funktioniert? Wie viele Funkvideos habt ihr diesbezüglich schon gesehen? Und die, die ihr gesehen habt, welche haben eine klar neoliberale Ausrichtung? Das könnt ihr jetzt mal bewerten. Ob man diese Ideologie, die Funk seinen Zuschauern hier einzuhämmern versucht, jetzt progressiver Neoliberalismus oder neoliberaler Wokismus oder einfach Linksliberalismus nennt, ist relativ egal. Es läuft immer aufs Gleiche heraus. Gesellschaftlich sollen halbwegs progressive Werte vermittelt werden, die möglichst individualistisch sind. Und wirtschaftspolitisch soll nichts an den herrschenden Eigentumsverhältnissen geändert werden. Die neoliberale Hegemonie soll zementiert werden. Das ist das Ziel von Funk. Neoliberale Propaganda soll an eine junge Zielgruppe verfüttert werden. Ich kann in diesem Kontext nur die Wohlstand für alle Folge, welche sich mit Funk beschäftigt, empfehlen. Und wo die individualistische Ideologie der Funkerentnähle, die sich explizit mit dem Thema Wirtschaftspolitik beschäftigen, genauer beleuchtet. Wie viel anders und wie viel besser das öffentlich-rechtliche Fernsehen in längst verflossenen Zeiten einmal über das Thema Rente reden konnte, das zeigt ein Ausschnitt der Satiresendung Die Anstalt aus dem Jahre 2014, wo diese Lüge von der unbezahlbaren Rente treffend auseinandergenommen wird. Stopp! Wir müssen Ihnen was gestehen. Wir haben diesen Generationenkonflikt nur vorgespielt. Weil es einfach so viel Spaß macht. Schauen Sie doch an, das alte Wrack, ne? Und gegenüber der Jochen Busse. Und ist. Schauen Sie, wir mögen uns eigentlich sehr, sehr gerne. Und dieser Krieg der Generation, das ist nur eine Erfindung der Presse. Ich weiß, es ist schwer, sich von Meinungen zu verabschieden, bloß weil die Fakten nicht dazu stimmen. Aber es ist, schauen Sie, mir fällt es ja auch schwer, mich vom Generationenkonflikt zu verabschieden. Vor allem dann, wenn ich vor so einem Zebrastreifen stehe. Weißt du? Und dann so ein Rentner einem 56K-Modem gleich über die Straße schlurft. Dann sitzt so ein kleiner Fokusredakteur auf meiner rechten Schulter und sagt, tu's. Für die Rente. Ich tu's dann natürlich nicht. Meistens. Nein, wirklich, ich tu's nicht. Aber ich müsste es eigentlich tun. Wegen den Lohnnebenkosten. Hat man mir jedenfalls gesagt, Ende der 80er Jahre fing das an, oh Gott, die Lohnnebenkosten. Ich hatte als Jugendlicher mehr Angst vor den steigenden Lohnnebenkosten als vor einem Atomkrieg. Man hat ja auf uns eingeprügelt, die Alten, die leben viel zu lange. Nicht umsonst, Ende der 80er Jahre, einer der berühmtesten Filme hieß wie? Stirb langsam. Der Plot war ja klar, wenn die Rentenbeiträge steigen, dann steigen auch und explodieren die Lohnnebenkosten und eure Arbeitsplätze werden vaporisiert. Yippie-yay, Schweinebacken. Aber kurz bevor uns die Rentner überrollen konnten, da hat die Politik das hier entdeckt. Die Rentenformel. Hier, gucken Sie, vielleicht, wenn es jemand lösen mag, jetzt. Richtig, da kommt Null raus, vollkommen richtig. Und warum? Das liegt an diesen ganzen Faktoren hier, diesen Dämpfungsfaktoren. Damit hat die Politik die Rente, sagen wir mal, um 25% gesenkt. So, haben Sie den Aufschrei in der Bevölkerung gehört? Nein, deswegen heißen die auch Dämpfungsfaktoren. So. Meine Damen und Herren, das war der Moment, da hat die Politik und alle, da haben sie die Rente, das war, glaube ich, die größte Rentenkürzung in der Geschichte von Deutschland. Warum hat man es gemacht? Aus Angst vor dem demografischen Wandel.
Der demografische Wandel, das hat man ja immer gesagt, immer weniger Junge müssen immer mehr Ältere durchfüttern. Die Zahlen waren ja konkret, die Prognosen waren klar. Die jungen Leute, also die Jugendlichen, also der halbiert sich die Zahl der Rentner verdreifacht sich. Katastrophe. Das Schöne an der Katastrophe ist, die hat schon stattgefunden. Von 1900 bis ins Jahr 2000. Von 1900 bis ins Jahr 2000 hat sich die Zahl der Jugendlichen verdoppelt und die Zahl der Rentner verdreifacht. Und was haben wir in der Zeit gemacht? Unsere Sozialsysteme ausgebaut und unseren Lebensstandard gesteigert. Sie werden fragen, wie ist das möglich? Die Wirtschaftskraft von Deutschland. Ich sage Ihnen das mal ganz kurz. Das hier ist ungefähr die Wirtschaftskraft von Deutschland im Jahre 1950. So, das waren goldene Zeiten. Da mussten wir von diesem Kuchen nur 14% an die Rentner abgeben. So, heute müssen wir über 30% an die Rentner abgeben. Das wäre ein Problem, wenn wir glauben, dass der Kuchen immer gleich groß geblieben ist. Ist er nicht. Der Kuchen hat sich dank moderner Technik und meiner netten Assistentin hier... Das ist das Verhältnis, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das, meine Damen und Herren, ist der Kuchen, den wir verteilen können. Ja, und trotzdem erzählen Sie uns immer, oh, wir müssen jetzt aber den Gürtel enger machen. Und jetzt sagen Sie zu Recht, ja, Moment, wenn so viel Kuchen da ist zum Verteilen, was ist da mit meiner Rente? Kleine Geschichte. Stellen Sie sich vor, ein Arbeitgeber, ja, der lädt jedes Jahr zur Geburtstagsparty ein. Und immer, jedes Jahr backt er einen immer größeren Kuchen. Und Sie kommen an und kriegen aber immer ein kleineres Stück. Und Sie fragen ihn, warum? Und er sagt zu Ihnen, aber weil wir sonst alle verhungern. Und deutet auf so einen alten Mann in der Ecke, dem nehmen Sie natürlich sofort das Kuchenstück weg, weil Sie haben ja Angst zu verhungern. Und vor lauter Generationenkonflikt mit diesem Rentner in der Ecke, kommen Sie gar nicht mehr dazu zu überlegen, wer in dieser Geschichte eigentlich am meisten vom Kuchen zurückbehalten hat. Der Arbeitgeber. Aber das dürfen Sie nicht so laut sagen, weil sonst kommt jemand und sagt, psst. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause.